Herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW. Wir machen weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, nämlich da oben. Und ich habe vergessen, Musiker zu machen. Sekunde. So. Jetzt können wir. Schmackere. Was habt ihr zu erzählen? Okay. Sternhoch. Elun Ador. Grüße, Jäger. Ashafela. Obwohl wir Druiden die dämonischen Mächte scheuen, die dieses Land heimsuchen, müssen wir uns doch darum kümmern. Der Narbengrund im Süden ist ganz von der Verderbnis verseucht. Die Energie dort sind so chaotisch, dass sie sich als gewaltige Wesen manifestieren, rein teuflische Magie, die nach allen Leben trachten. Ich beobachte dieses chaotische Wesen genau beobachtet und die Stärke untersucht. Ich muss sichergehen, dass sie immer noch und dass sie schwächer werden. Bringt mir ihre Essenzen, damit ich sicherstellen kann, dass ihre Zahlen sich verringern. Lebt wohl. Seid vorsichtig. Fort zur Hölle. Die im Namen und Lan Höllenbestien sind stark. Aber alles andere als unbesiegbar. Wir haben in letzter Zeit ihre Zahl schon erheblich gemildert. Doch sie zu vernichten ist nur ein kleiner Schritt der Lösung des Problems. Ich habe herausgefunden, dass die Steine, aus denen die Höllengüsse bestehen, nach ihrem Tod noch große Menge teuflischer Magie enthalten. Die Überreste vernichteter Höllenbiesen bedecken den Namengrund und ihre Versicker durch zurück in die Erde. Wenn ihr sie für mich einsammeln würdet, wäre ich sehr dankbar. Viel Glück. Okay, dann wahrscheinlich du als erstes, ne? Burak. Ja. Wie kann ich euch helfen? Auf bald. Die ersten Dämonen, die einen Fuß in dieses Wald setzen, waren Höllenbestien. Vor langer Zeit fielen diese mächtigen Wesen aus Stein und dämonischem Feuer vom Himmel herab, um dieses Land im Namen der Religion in Besitz zu greifen. Die rußgeschwärzten Krater im Nordnamengrund südlich von hier markieren den Ort, an dem die Höllenbestien herniedergeregneten. Noch heute verweilen viele von ihnen dort. Sie sind mächtige Gegner. Einen von ihnen zu töten ist gleichermaßen nobel und eine Herausforderung. Seid vorsichtig. Scheiße. Ich biete allein allen die eine Belohnung, die sich die Jagd anschließen. Kehrt anschließend hierher zurück. Kern von Kroschios. Mögen die Vorfahren euch schützen. Der gefährlichste aller Dämonen im Namen Gottes Kroschios. In all den Jahren haben viele ihn gejagt, doch seine vielfache Vernichtung hat ihn noch stärker gemacht. Immer und immer wieder sucht Nexenmeister diesen Walter vom Kruz erneut zu Leben zu erwecken. Umgeben von dämonischen Flammen lauter.